Mal gucken, weißt du was? Mal gucken. Ich glaube, SDN ist da ein bisschen erfahrener. Mhm. Winner Semis Finals. Der Gewinner hiervon geht ins Winner Finals und wird damit garantierter Dritter. Ja, Nines bisher noch gar nicht so oft hier gewesen. Von daher, ich bin mal gespannt. Also er ist auf jeden Fall ein Kandidat, wo ich sagen würde, er hätte eine Chance gegen SDN. Ja, auf jeden Fall. Er hat wahrscheinlich auch WeFit nicht ohne Grund genommen. Vielleicht ist das so, mit WeFit muss er nicht so mit Ike interagieren. Du kannst einfach ein bisschen campen. WeFit kann übertrieben heftig gimpen. Von daher, ich denke mal, das wird der Grund sein. Du kannst so richtig janky, super strong killen. Ist halt ein Vorteil gegen Ike. Oh, schön. Okay. Und die nähern zu ab, ja. Die wird im Butter. Ja, Nines muss jetzt den Stock holen, bevor SDN eine große Lead aufbaut. Irgendwas muss er treffen. Boah, das macht ihm SDN natürlich nicht so leicht. Ich finde, was SDN immer so ganz gut macht, ist, dass er immer mit diesen Side-Bs recovert. Obwohl die Side-B von Ike ja eigentlich, oder die Recovery von Ike immer richtig schlecht ist. Und er kriegt es halt trotzdem hin, ohne irgendwie gepuncht zu werden. So richtig oft. Mhm. Ich habe noch gar keinen Snake gesehen heute. Vor ihm. Ah ja, guck mal hier. Ich sehe gerade. Setcount 5-0. Ja. Aber Game Count ist auf jeden Fall. 15-6 für SDN. Alter, schön. Ja, okay. Also doch. Ein bisschen schwierig, aber bisschen, ich sehe auch schon. Bisschen SDN-Favored. Genau. Aber es ist auf jeden Fall nicht unmöglich. Also hier Arcadia Smash 4, das war ja vor 2 Wochen. 3-2, das ist sehr stabil. Auf jeden Fall, ja. Auch in diesem Game ist noch alles drin an sich. Aber es sieht schon so aus, als ob der Ike von SDN einfach ein bisschen zu advanced ist. Aber wie gesagt, also der Charakter kann extrem gut gimpen, wenn er ihn jetzt irgendwie offstage bekommt. Vor allem jetzt mit seinem komischen Power-Up. Das geht ganz schnell. Das ist wirklich ein Charakter, den habe ich nie durchschaut. Nie. Ja. Der F-Tilt. Oh. Ich finde es in der Ledge gegen SDN immer ganz, ganz scary. Ja, auf jeden Fall. Gefühlt, also was wir immer gesagt haben, ist, dass SDN extrem gute Reaktionszeit hat. Oh, ja, das ist der Tod. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder ob er nur gut predicted oder was auch immer, aber irgendwas ist super scary. So, du kannst nicht auf ihn reagieren manchmal. Vor allem auf diese Dash-Attacks, die er einfach so gut setzt. Ja. Oh, ich muss einmal kurz. Ja, ich denke, zu den Dash-Attacks, es ist immer so ein Ding hier im Norden, dass SDN seine Dash-Attacks immer trifft mit Ike. Und das macht er wahrscheinlich dann einfach preemptive. Da kann man ja auch gar nicht drauf wirklich reagieren. Zumindest mit Ike. Der Steck ist ziemlich langsam. Und hier sehen wir den Snake, ja. Jetzt denkt sich Nein so, ne? Jetzt mache ich ernst. Ja, also Snake gegen Ike. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein Matchup, was Snake an sich gewinnen sollte. Alleine, weil die Nair sehr durch Power verliert wegen der Granate. Ja, auf jeden Fall. Aber wir haben hier ganz viele Snakes im Norden. Mhm. Und das heißt natürlich auch, dass SDN da sehr viel Erfahrung hat. Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, Nines und Skeddy sind so die besten Snakes im Norden. Ja. Ich würde die wirklich einfach auf ein Level schätzen, weil sie sind auch beide relativ inaktiv inzwischen. Aber sind doch beide trotzdem sehr, sehr stark. Also sehr gute Results auch einfach beide. Ja. Von daher würde ich die ungefähr aufs gleiche Level packen. Und ja, ich bin mal gespannt. Also es sind, wie gesagt, ich habe immer bei beiden das Gefühl gehabt, dass sie SDN besiegen können. Aber natürlich hat SDN da immer die besseren Karten. Also gegen eigentlich so ziemlich jeden außer Rufen und Robin im Norden und Tarek. Ja, und Tarek. Ah, Tarek hat er auf NIZ mal besiegt. Ich weiß aber nicht, gegen welchen Charakter. Ob das Greninja war oder Byleth. Ja, ich weiß mal. Also Tarek war ja nur einmal im NIZ bisher. Und da hat er halt, er wurde irgendwie, ich weiß nicht, Vierter, glaube ich. Und er hat halt nur Byleth und Dings gespielt. Also er hat halt weder Kasia. Er hat kein Kasia gespielt. Er hat auch kein Greninja gespielt. Er hat Greninja gegen Niceface gespielt.
Aber ja, erst zu spät. Und das hat dann nicht mehr gereicht. Stimmt, Nice Hails hat ja einen Tarik gewonnen. Daran erinnere ich mich. Ja. Und Hope. Hope hat ja auch gegen Tarik gewonnen. Ja, Tarik. Genau, genau. Hope war das. Hope hat dann auch am Ende das gesamte Turnier gewonnen. Ja, genau. Gegen SDN in Grand Finals. Richtig stronger Invader. Fieser Wikinger. Das stimmt. Österreich. Nee, Dänemark. Dänemark war es. Stimmt. Ja, finde ich schade. Den hätte ich gerne nochmal gesehen. Generell so ein paar mehr Dänen. Aber es ist schwer. Also, wenn du jetzt NRW hast oder so, das ist leicht, dass da irgendwie ganz aus vielen viele, Ländern ja, und so, weißt du, Frankreich, Niederlande. Belgien. Ja, Belgien kommt da leicht rüber. Und auch ganz Deutschland kommt da relativ leicht hin. Aber wenn es dann um Deutschland geht, Norddeutschland, dann ist es schwierig, weil es können ja nur ein paar halt aus Dänemark kommen. Wenn du da so aus Aarhus oder Kopenhagen die Gegend kommt, dann dauert das doch schon so mindestens 3 Stunden. Mhm. Und ansonsten halt nur Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Vielleicht auch noch ein bisschen Holland. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich glaube aber Holland. Damn. Ja, okay. Oh, das geht schnell. Das kann ging das wirklich schnell. Das geht sehr, sehr schnell. Und ich muss noch wieder... Set ging... Ich weiß nicht, 2 Minuten? 2,5? Ja. Aber ich fand, es sah jetzt nicht unmöglich aus für Nines. Mit maybe ein bisschen Adaptation schon possible. Ja, alles im Rahmen des Möglichen für Nines. Es ist immer nur, also mit Snake ist es halt scary, wenn du Snake durchschaust, dann wird er in der Luft nicht mehr viel reißen. Also sobald er in der Luft ist, ist er einfach in einer so starken Disadvantage. Ja, das stimmt. Wo du halt mit Snake viel machen kannst, ist am Boden mit den Granaten. Ja, auf jeden Fall. Also, ja, wenn er eine Granate draußen hat und du ihn angreifst und dann diese ganzen Combinations, die er danach hat mit der Granate, die können halt sehr brutal sein. Und sobald er mit Vantage ist, geht's dann halt richtig los, ne? Mhm. Also an der Edge auch gerade irgendwie mit den ganzen Granaten, mit dem Mörser und alles Mögliche. Da scheint... Oh, Alter, das... Oh. Ich dachte gerade schon, dass der Stock-Kick gleich ganz schnell vorbei ist, aber die Downer hätte auch ganz schief gehen können. So, ich bin gespannt. Also jetzt im Moment ist es so, dass SDN ihn ganz klar outdamaged einfach. Ja. Er kassiert zwar auch ein bisschen, aber er tradet ihn total mit seinem Damage. Oh? Das C4? Ah, das C4 ist jetzt wieder bei Nines. Aber falls er irgendwie gegimpt wird oder so, kann er sich dann auch direkt jetzt kann er das C4 benutzen. Ja, let's go. Okay. Wäre natürlich immer schöner, wenn er ihn irgendwie in der Luft hat, weil dann kann er super früh killen damit. Mhm. Aber so kommt er näher ran an einen Kill auf jeden Fall. Und jetzt im Moment sieht es ziemlich even aus. Oh. Und die Abi mit der Super-Armor. Ja, er macht das gut. Ich finde das cool an Ike halt, dass er so super easy einen Kill bekommt. So Back-Air, näher, converted into Up-Air, mhm. Dash-Tag, F-Tilt, alles killt bei Ike. Ja, wirklich. Und wenn man daran nicht so viel Thought-Process hat, dann finde ich, dann ist das ziemlich geil. Das ist ein ziemlich geiler Character-Trait. So mit Snake zum Beispiel, da musst du halt entweder Up-Tilt einfach treffen, wie gerade eben. Oder, oder andere Sachen. Ja, oder näher, Back-Air, Up-Air. Er hat eigentlich auch ziemlich viele Attacken, die ja killen. Eigentlich wollte ich gerade so ein Argument machen. Ja, Snake hat es so schwer mit Killen. Hab ich drüber nachgedacht und irgendwie doch nicht. Ich weiß auch nicht. Ich würde sagen, es ist schon leichter mit Ike zu killen, weil er... Naja, wie gesagt, erstens, entweder er hat einen Combo-Move oder einen Kill-Move. Ja. Und seine Attacken sind auch nicht irgendwie so halbkillend oder so, sondern die ballern richtig rein. Ja. Weißt du, eine Fair oder sowas, eine Fair wie seine, so eine Honest Fair, die einfach so viel Range hat, auch oben und unten trifft. Mhm. Mit sowas killst du halt easy. Also gerade, wenn du irgendwie an der Edge bist oder so ein Kram. Und bei Snake ist es halt einfach so gut. Der Uptilt, also Attacken, die nach oben killen, sind halt immer stark irgendwie. Aber bei ihm kannst du noch so sagen, okay, davor muss ich aufpassen. Oh! Oh? Alter, er wollte den Airsmash. Oh, selbst da, wie stark ist denn die Super Armor? Ist das die wirklich ist super, super, super? Ja, ja. Wow, okay. Also das war's. Durch alles halt. Ist das normal für Super Armor? Ja. Alles? Ja, okay, ja. Okay. Es gibt Heavy Armor und es gibt Super Armor. Ja, genau. Heavy Armor ist dann das, was ich gewohnt bin mit Yoshi. Ja. Oh. Oh das ja. Das war so gut abgewastet. Mhm. Ja, es ist halt scary. Und das war's. Noch nicht. Oh, warte doch. Oh, doch.
Schade, also schön in die Ecke die Eid, aber ja, hat nicht ganz gereicht. Und das ging ganz schnell. Okay, das ist also das 3-0 für SDN.